So, bei mir ist Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, heute hier im schönen Kupferdächle in Krummbach. Und wir werden ein kurzes Interview führen. Robert Habeck ist unterwegs in ganz Deutschland unter dem Motto des Glückes Unterpfand. Und meine erste Frage ist, wie unterscheiden sich die Fragen, Probleme, Anliegen, die die Leute in ihrer Heimat in Schleswig-Holstein haben, von denen, die es hier in Bayern gibt? Der Unterschied ist gar nicht so riesengroß, gerade zu Schleswig-Holstein. Manchmal denke ich, zwar ist die Mundart eine andere, aber die Art, wie Menschen diskutieren, die ist sehr ähnlich. Und zwar zwischen heimatverbunden und dickschädlich und daraus dann aber auch eine gewisse Klarheit und Ehrlichkeit einfordern. Das ist bei mir zu Hause ganz genauso. Selbst die Themen sind ähnlich. Ärztemangel im ländlichen Raum, Kormoran, Durchgängigkeit der Flüsse, landwirtschaftliche Themen, Ärztemangel. Das ist alles bei mir zu Hause ganz so ähnlich. Was auffällt ist, mir in Bayern auffällt, ist, dass die kolportierte Debattenlage in Bayern, nämlich Flüchtlinge, innere Sicherheit, Grenzsicherung, die spielt hier faktisch überhaupt gar keine Rolle. Also jetzt eben gerade bei dem Frühstück, das wir gemacht haben, wir haben über alles Mögliche geredet, aber nicht, niemand hat gesagt, wir werden ja überfremdet oder wir befürchten eine Umvolkung oder hat niemand interessiert. Wir haben halt über konkrete Dinge des Alltags gesprochen und deswegen glaube ich, gibt es ein Auseinanderfallen zwischen der Tagesschau-Wirklichkeit, die die CSU versucht zu erwecken und dem, was die Menschen wirklich umtreibt hier in Bayern. Okay, ja, da möchte ich gleich auch anknüpfen. Wir hatten hier in der Nähe von Krummach vor kurzem eine Veranstaltung von der AfD, da war Alice Weidel zu Gast. Da gab es eine große Debatte, ob sie in dem Vereinsheim auftreten darf oder nicht. Da wurde innerhalb des Vereinsvorstände abgestimmt. Und es wurde dann dafür entschieden, dass die Veranstaltung stattfindet. Es gab einen Protest gegen Veranstaltung. Diese ganze Geschichte hat das Dorf sehr gespalten. Also da sind Leute aus den Vereinen ausgetreten, die Leute reden nicht mehr miteinander. Wie können wir es in solchen Situationen schaffen, eben doch noch miteinander zu reden und nicht diese Spaltung und diese Verhärtung der Fronten hinzunehmen? Ja, das, was dann in dem Dorf passiert ist, ist ja symptomatisch für das, was gerade in Deutschland passiert. Und ich glaube, es liegt maßgeblich an der AfD selbst, ob diese Debatte geheilt wird oder nicht. Es ist mir zwar nicht sympathisch, aber eine sehr konservative, meinetwegen auch eine nationale Partei in Deutschland, muss man ertragen können. Und da muss man sich mit den Streiten auseinandersetzen. Aber das Recht, sich so zu entscheiden und zu artikulieren, ist unbestritten und das ist in der Demokratie vorgesehen. Das Recht, Menschen auszugrenzen, rassistische, antisemitische Parolen zu verbreiten, das wiederum hat keiner. Und das ist die Grenze, an der die AfD gerade kratzt. Mit Blick auf das, was in Chemnitz passiert ist und in Ostdeutschland, gab es eine offene Verbrüderung von dem Versuch, den parlamentarischen Arm der Rechten, nämlich der AfD und der Gewalt auf der Straße. Und diese Grenze muss klar gezogen werden. Und wenn die nicht gezogen wird, dann betreibt die AfD diese gesellschaftliche Spaltung. Und wir müssen das austragen, die Mitglieder des Vereins oder der Gemeinde. Aber das wäre auch meine Antwort. Parteien, die sich auf dem rechtsstaatlichen Boden des Grundgesetzes bewegen, auch wenn sie einem nicht sympathisch sind, gehören halt zur Demokratie dazu, und das ertragen wir auch in der Demokratie, Parteien, die diese Grenze überschreiten und zur Jagd auf Menschen aufrufen, diese Jagd auf Menschen akzeptieren oder jedenfalls stillschweigend billigen, die haben auch kein Recht auf Vereinsheime. Wenn man sich andere Interviews mit Ihnen anschaut oder Ihren Auftritten folgt, kommt man zu dem Schluss, dass Sie eine sehr zukunftsorientierte Politik betreiben und nach vorne schauen, weniger zurück. Was halten Sie vor diesem Hintergrund von Forderungen und Thesen von Leuten wie Richard David Precht zum Beispiel, also konkret nach dem bedingungslosen Grundeinkommen gefragt? Was denken Sie zu diesem Lösungsansatz, der ja sehr viele Probleme gleichzeitig potenziell zumindest lösen könnte? Ich persönlich bin der Meinung, dass wir eine Fortentwicklung unseres Sozialsystems hin zu einem Garantiesystem brauchen. Das kann man bedingungsloses Grundeinkommen nennen, wobei das bedingungslose Grundeinkommen gibt es ja gar nicht, sondern es gibt 20, 30 verschiedene Konzepte, die nebeneinander stehen, die sich unterscheiden in der Höhe von 400 Euro beginnt, was sehr, sehr wenig ist, bis zu 2500 Euro, was echt krass viel ist.
Und je nachdem, wie seriös man ist, muss man das natürlich auch rechnen. Irgendwo muss das Geld halt herkommen. Also den ganz großen Wurf und morgen kriegen wir alle 2000 Euro geschenkt, den wird es nicht geben, weil die einfach nicht verfügbar sind, die staatlichen Mittel dafür. Aber mit Blick auf den Wandel der Arbeitswelt, die Digitalisierung, die Globalisierung, ist es meine feste Überzeugung, dass wir kein Sozialsystem uns leisten können, das sagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Also wenn du arbeitslos wirst, dann warst du faul. Das stimmt doch einfach nicht. Das stimmt schon jetzt nicht. Die höchste Arbeitslosigkeit oder die höchste Gruppe im Hartz-IV-System sind alleinerziehende Mütter. Da wird man kaum sagen können, die sind alle faul. Die Strukturen stimmen halt nicht und es gibt eine Arbeitswelt, die nicht auf diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wenn man alleinerziehend ist, vorbereitet ist. Die dann allein zu lassen und zu stigmatisieren, ist einfach falsch und das wird sich ausweiten, weil wir einen Wandel in der Arbeitswelt erleben werden. Und deswegen brauchen wir Schritte hin zu einer Garantie, die gegeben wird, ohne dass die Bedingung permanent überprüft wird. Die kann so unterschiedlich sein, wie Menschen unterschiedlich sind. Und ich glaube, das müssen wir uns wiederum leisten, um eine Gesellschaft zu schaffen, die Mut macht und nicht Angst. Vielen Dank. Wir kommen dann schon zur letzten Frage. In der Gesprächsrunde hier gerade ging es sehr stark um den ländlichen Raum und die Infrastruktur auch. Die Frage, wie kann man den ländlichen Raum attraktiver machen? Wie kann man da gehört eben dazu der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, aber vor allem auch die Wohnungsthematik, die, wie Sie im Gespräch vorhin schon sagten, auch nicht nur ein Bayern-Problem ist, sondern deutschlandweit. Vielleicht können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was die Grünen vorhaben, um diese Probleme zu lösen. Ja, in vielerlei Hinsicht ist der ländliche Raum ja attraktiv. Für viele Menschen, gerade für Familien mit Kindern, das weiß ich aus meiner Welt, wir sind, als wir Kinder kriegten, auch mit voller Absicht aufs Dorf gezogen, wissend, dass die Busverbindung schlechter ist, aber das Baumhaus war möglich. Und die haben dann ein Bullerbü-Leben geführt, meine Kinder, und das war ganz großartig. Allerdings gibt es eben die Schwächen gegenüber dem städtischen Bereich, von fehlender Breitbandabdeckung bis zu Mobilität, bis zum kulturellen Angebot, möglicherweise fehlende Ärzte oder wenn vielleicht auch fehlt sogar eine Schule. Also braucht man qualitative Schwerpunkte im ländlichen Raum. Das wird wahrscheinlich nicht so, also es ist einfach falsch zu sagen, das, was in Augsburg Innenstadt möglich ist, das schaffen wir jetzt auch in jedem Dorf. Aber man wird Netzwerke schaffen können, eine neue Qualität haben. Also, um es mal ein Beispiel zu geben, es macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, Busse wie in Augsburg in der gleichen Taktung hin und her fahren zu lassen, die dann leer sind oder halb leer sind und sauteuer. Aber wir könnten kleine Einheiten schaffen, Automobile, die man sich leihen kann, die dann eine Infrastruktur auf einer flexiblen Basis bereitstellen können oder eben Bürgerbusse, also Ruftaxen sozusagen, die man sich aber teilen kann mit einem garantierten Fahrpreis, der nicht über den Preis in Augsburg hinausgeht. Wenn die Ärzte nicht mehr alleine eine Praxis haben wollen, weil sie 24 Stunden rund um die Uhr nicht mehr da sein wollen, dann muss man eben 3-4 Ärzte zusammenbringen, also das gleiche System, intelligenter. Im Grunde muss man intelligenter werden, wenn man die Breite gewährleisten will. Und da gibt es von Ärzten über Wohnungsbau bis zur Mobilität, bis zum Breitbandausbau, bis zur Förderung von kultureller Vielfalt oder Start-up-Unternehmen ein ganzes Arsenal von Förderungsmöglichkeiten, die wir alle in dem Wahlprogramm aufgeschrieben haben. Vielen herzlichen Dank und wir wünschen noch weiterhin eine gute Reise durch Deutschland und viele gute Antworten und auch Fragen für Lösungen für die Zukunft. Vielen Dank.